Hi Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Im letzten Part sind wir hier in das Lager der Banditen gekommen. Wieder einmal in irgendein Lager. Haben aber diesmal den Drahtzieher, der wirklich hinter all dem steckt, gefunden. Und der hat auch noch das Schwert von unserem Nichtvater oder so. Denn angeblich sind wir hier Ratzigs Sohn. Ah, das ist cool. War das vorher auch schon drin? Okay. So, das sollte mich erstmal ein bisschen hochheilen. Das dauert einen kleinen Augenblick. Und dann müssen wir versuchen, hier rauszukommen. Ich hätte halt gerne meine Sachen wieder. Okay, ich würde gerne da rein. Haben wir. Rein, rein, rein. Tür zu. Perfekt. So. Na komm. Jo, das sind doch unsere Sachen. Sehr schön. Was hier? Ah, guck mal da. Nur Rauch mit. Ha. Wir bräuchten irgendwie mehr zum Heilen. Ist hier irgendwie was? Oh, hier liegt. Truhe brauche ich nicht. Ich hab, kann schwere Schlösser knacken. Okay. Rüstung. Keine Ahnung. Das glaube ich, das. Das. Wir müssen von ganz oben wieder durchgehen, ne? Eigentlich müsste ich alles ausbehalten, damit ich nicht so sichtbar bin. So lebensmüde bin ich dann auch nicht. Den angelegt. Das Ding? Nee. Welches hatten wir denn? Den? Pfeile? Nee, das sind die falschen. Ich hatte über 100. Ach, das waren die verbesserten. Da hatten wir aber nur 10 von. Ja, dann müssen wir damit auskommen. Oder können wir mit einem anderen Bogen mehr machen? Ne. Okay. Dann gucken. Tschüss. Oh, oh. Was ist hier los? Nix.
Also ich klappe jetzt natürlich, mache laute Geräusche. Müssen halt nur da so durch. Wenn man nichts sieht, ist das natürlich genial. Hier ist irgendwie ein Baum, der sich durchlässt. Hey, wer ist da? Was ist das? Und ich habe mich festgebackt. Ich weiß schon, warum ich das Spiel eben gespeichert habe. Ja, Spiel, möchtest du bitte laden? Danke. Ich kann schlecht mit der Fackel in der Hand. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Hallo? Und dein Schwert nehmen und pieksen. Hallo, dein Schwert nehmen und pieksen. Ich hasse Schwertkampf, ich schwöre. Ich schreck. Leck mich doch. Hast du auf die Knie bekommen, was? Pff, ich nutze einfach eine Fackel und gehe, das ist mir. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Hörst du dich drauf? Ja, ich merke schon, dass ich tot bin. Danke. Was ist das? Das nennst du kämpfen? Hallo? Mist! Dafür jetzt wirst du sterben. Du am Arsch. Hallo? Du wirst leiden. Hier! Das wird eine Freude! Oh mein Gott, ich will nur da an den Idioten vorbei. Wärst du nicht drauf? Und hier ist, steht überall was im Weg. Wärst du nicht drauf? Wer ist da? Was ist hier? Guten Tag. Ich schlachte dich an! Was ist das? Okay, ich bin. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank?
Nee. So. Wir sollen jetzt dorthin. Kann ich einfach dahin schnell reisen, ohne dass er wieder ins Lager zurückgeht? Nö. Wäre auch zu geil gewesen. Wie soll ich denn da jetzt runterkommen? Seid ihr Plebs? Das ist ein riesen Abhang. Steckt das Schwert weg. Da. Wie soll ich da durch? Was ist denn das schon wieder gedacht hier? Das Spiel lässt mich nicht mal wieder hoch. Manchmal. So. Wir sind draußen. Jetzt musst du deinen Teil der Abmachung einhalten. Keine Sorge, ich halte mein Wort. Aber ich muss nach Ratai zu meinem Vater. Sie nahmen mir mein Geld weg, als ich gefasst wurde. Gut. Wir sollten sowieso schnell die Fliege machen. Du wirst mir helfen müssen. Irgendwie hat mir die Behandlung dieses Hünen nicht gut getan. Du hast nicht zufällig irgendwo ein Pferd versteckt. Ein Pferd? Daran habe ich nicht gedacht. Gab es Kunde über deinen Jungen, Ratzig? Noch nicht. Ich hoffe, der Bursche hat sich nicht übernommen. Wird mich nicht überraschen, so draufgängerisch wie der ist. Ich frag mich wirklich, von wem er das wohl haben mag. Hör auf, Hanus. Verzeiht, Herr, dieser Kerl hier, Heinrich! Vater? Ich sag's ja, ein Draufgänger. Nun, wie ich sehe, warst du nicht untätig und wir haben dringend eine Unterhaltung zu führen, unter vier Augen. Mir scheint, als hättest du einiges zu berichten. Was ist geschehen? Ich saß eine Weile in Vranek fest, aber ich weiß jetzt, was sie planen. Es wird ausgeheckt. Und von wem? Raus damit, Junge! Es besteht kein Zweifel mehr. Dieser ungarische Adlige steckt dahinter. Der, den du am Tage von Sigismunds Raubzug auf Skalitz zu Gast hattest. Herr Istvan Toss. Toss und seine Schergen. Es passt alles zusammen. Sie stellen die gefälschten Münzen her und nutzen sie, um Söldner anzuheuern. Er hat bereits eine beachtliche Streitmacht in Vranek versammelt. Aber was zum Teufel will er? Das weiß ich genau. Aber es wird euch nicht gefallen. Wie das? Wir hatten eine lange Unterredung. Was?
Beim Versuch, in ihr Lager zu gelangen, wurde ich gefangen genommen. Wir unterhielten uns und er verriet mir seinen ganzen Plan. Was? Vermutlich dachte er müsse ihn nicht länger geheim halten. Das überrascht mich nicht. Warum nicht? Was hat dieser Bastard vor? Er dient Sigismund und will König Wenzels Verbündete vernichten. Also uns. Er hat eine beachtliche Streitmacht formiert und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir sie besiegen können. Niemand wird uns jetzt zu Hilfe eilen. Elender Hundsfott! Ich zieh ihm die Haut ab! Wie viele Männer hat er? Über 100, würde ich sagen. Wie gut ist Ihr Lager befestigt? Es handelt sich dabei um eine verlassene Feste auf einem Hügel über Sasau, umgeben von einer Palisade. 3 Seiten sind unzugänglich. Bastard! Ich vernichte dieses Gezücht! Das ist leicht gesagt, alter Freund. Thos scheint kein Risiko einzugehen. Zusammen mit Divish können wir genug Männer aufbieten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dieser Bastard giert nach einer Schlacht. Also sollten wir es sein, die Zeitpunkt und Ort bestimmen. Zweifellos. Wir müssen sie überraschen. Am besten greifen wir morgen Nacht an. Schneller können wir uns nicht bereit machen. Das wollte ich hören, Ratzig. Heinrich, lass dich zusammenflicken und begib dich danach umgehend zu Herrn Divish von Talmberg. Sag ihm, er möge mit all seinen fähigen Männern morgen Abend gen Vranik marschieren. Wir erwarten ihn dort. Ja, Herr. Endlich kann ich zeigen, dass mein Schwert nicht bloß ein Schmuckstück ist. Was denn, Heinrich? Gibt es noch etwas? Also, wir müssen uns noch um Bishek kümmern. Und wer ist das? Bishek war ein Gehilfe in der Skalitzer Mühle. Als ich dorthin zurückkehrte, raubte er die Toten aus und hetzte mir seine Galgenbrüder auf den Hals, die mich beinahe umbrachten. Er schloss sich Thos an und glaubt, weil er mir einmal half, würden ihm seine restlichen Taten vergeben werden. Er rechnet sogar mit einer Belohnung. Doch er hat sich geschnitten. Er ist nichts als ein Mörder und verdient den Strick. Du verfluchter Schwein! Da riskiere ich Kopf und Kragen und das ist der Dank! Ich bring dich um, du Bastard! Heinrich, ich bin ein wenig verwirrt. Lass mich los, ich bin unschuldig! Ich hab diesen Scheißkerl gerettet! Abschaum! Nun, sperrt ihn ein! Dafür wirst du büßen! Mein Herr wird euch alle abschlachten! Ich schwör's! Ihr werdet ihn niemals besiegen! Lasst los! Lasst mich los, ihr Drecksratten! Machen wir aus ihm ein Exempel. Als Warnung an alle, die es ihm gleich tun wollen. Ich benachrichtige den Henker. Tja, ganz so arbeitet das Gesetz nicht. Und wie arbeitet es dieser Tage? Nicht sonderlich gut, wie ich das sehe. Ich habe nicht vor, Nahrung an Verbrecher zu vergeuden, bis ich jemanden finde, der über sie richtet. Zudem müssen wir den Leuten auch zeigen, dass wir handeln. Das ist wahr. Nimm ein gutes Mahl zu dir und lass deine Wunden verarzten. Du siehst scheiße aus. Falls du Ausrüstung benötigst, sag es Bernhard. Er wird dich ausstaffieren. Ja, mein Herr. Kein mein Herr mehr. Ich bin dein Vater. Ich schwöre, ich wollte es dir sagen, Junge. Es grämt mich, dass ausgerechnet Istvan mir zuvorkam. Aber jetzt haben wir wichtigere Dinge zu tun, Später haben wir noch genug Zeit, um zu reden. Oder nicht? Wie du wünschst, Herr... Vater. Gut. Nun begib dich schnellstmöglich zu Divish, mein Sohn. Jo. Ja, hallo, darf ich was tun? Oder möchte die mir schwarze Ladebildschirme zeigen? Ich hoffe, du konntest gut ruhen nach allem, was du durchgemacht hast. Du könntest es nötig haben. Heute Nacht machen wir uns ans Werk. Also begib dich schnellstmöglich nach Talmberg und wecke Herrn Divish und seine Männer. Wir treffen uns abends bei der Feste und rechnen mit diesem Teufelspack ab.
Ich wüsste gern... Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Halt, stopp. Ich hab gehört, ich krieg Glück und Gesundheit. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Das hatte ich doch schon, oder? Ja. Ich denke darüber nach. Ich dachte, ich bekomme Ausrüstung. Also gut, Männer. Macht euch bereit. Das wird eine lange und harte Nacht. Bei Sonnenuntergang will ich jeden einzelnen von euch in voller Rüstung und kampfbereit sehen. Dann gib mir welche. Was ist hier los? Das ist mein normaler Lester. Die rasten voll aus. Papi hat's eilig. Okay. Wir sollen wohin? Da oben. Noch ein bisschen. Ach. Der Cursor hat's gefunden. Ich klicke drauf. Und tschüss. So, kurzer Cut. Und da sind wir auch schon. Ja, natürlich haben wir sofort wieder Hunger. Hi, darf ich in die Küche? Nom 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 nom. Ach, besser. Was? Der gerade einen Sack aus dem Boden gezogen? Lol, irgendwie FPS für den Arsch gerade. Jetzt müssen wir gucken. Da. Geht alles von alleine, ich muss nichts anklicken. Wunderbar. Herr, ich bringe dringende Kunde von meinem Vater. Den Herrn Ratzig und Hanusch. Du scheinst es zu wissen. Was möchte dein Vater? Ich fand heraus, wer hinter den Unruhen steckt und Vater und Herr Hanusch beschlossen, dem ein Ende zu setzen. Was? Wer ist denn für all das verantwortlich? Du kennst ihn vielleicht. Istvan Toss. Ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, doch Herrn Ratzig zufolge war er bereits einmal in Skalitz zu Gast. Vor dem Angriff. Das ist wohl kein Zufall. Was ist er für ein Mann? Wonach strebt er? Er dient König Sigismund und geht gegen die Adligen vor, die hinter König Wenzel stehen. Er hat eine beachtliche Streitmacht in der alten Feste über Sasau versammelt und will bald angreifen. Vater und Herr Hanusch wollen zuschlagen und ihn vernichten, ehe er sich vorbereiten kann. Oh, um Himmels Willen! Wann und wo? Heute Nacht. Sie bitten dich, deine Männer zu sammeln und bei Vranik zu ihnen zu stoßen. Das ist Wahnsinn! Das mag sein, aber ich fürchte, Sie haben recht. Je schneller wir dieses Gewürm tilgen, desto besser. Versammle die Männer. Heute Abend rücken wir aus. Das gerade... Wie du befiehlst. Siehst du dich uns an? Ja, Herr. Es gibt noch eine Rechnung zu begleichen. Übrigens, das Schwert, das der Vater gemacht hat, ist scheiße. Nur so, selbst wenn wir das zum Schluss kriegen, können wir wegschmeißen. Alter, ich hab neue Rüstung an. We'll be right back.
Warum sieht das Spiel nicht immer so geil aus, wie in den Cutscenes, die jetzt fahren? Hä? Alter. Na, sieh mal einer an, Tivish. Kannst es dir wohl nicht entgehen lassen, was? Du hast doch wohl nicht erwartet, dass ich dir den ganzen Ruhm überlasse. Uns würde es im Traum nicht einfallen, ohne dich anzufangen. Wie ist die Lage? Habt ihr schon verhandelt? Haben wir. Was ist dabei rausgekommen? Nicht gerade das, was wir uns erhofft hatten. Ratzig wollte erst persönlich mit ihm verhandeln. Glücklicherweise konnte ich ihm das ausreden. Sieht so aus, als würden wir die Situation nicht kampflos lösen können. Ja, mit Goldschmuck. Und das ist auch gut so. Dann gibt es endlich mal gute Unterhaltung hier bei uns auf dem Lande. Zu unserem Glück hat mein Sohn hier sehr viel Mut bewiesen und sich in die Höhle des Löwen gewagt, um sie zu bespitzeln. Sag uns, was du weißt, Junge. Okay. Also ich schwöre, das Spiel ist auf einer SSD. Es sollte schneller laden. Was genau möchtet ihr denn wissen? Für den Anfang, wie gut ihre Anlage befestigt ist. Die äußere Palisade umgibt das ganze Lager. Auf einem kleinen Hügel innerhalb der Anlage befindet sich ein heruntergekommenes Bauernhaus, umringt von einer weiteren Palisade. Dort wurde ich gefangen gehalten. Und dort sind auch Toss und seine engsten Vertrauten. Kannst du uns sagen, wie viele Zelte es gibt und wie sie aufgestellt sind? Es könnten 50 sein, vielleicht 60. Die meisten befinden sich im rechten Teil des Lagers. Und Männer, wie viele haben sie in ihren Reihen? Mindestens 80 an der Zahl. Wir haben selbst kaum mehr in unseren Reihen. Und dennoch sind es mehr, wenn auch nur ein paar. Zudem sind unsere gut ausgerüstet und diszipliniert, im Gegensatz zu diesem wilden Haufen. So wie ich das sehe, greifen wir sie am besten aus dieser Richtung an. Wie sieht es an den anderen Seiten aus? Das Gelände im Osten ist voller Felsen. Ein Großangriff ist dort nicht möglich. Andererseits konnte ich dort entkommen. Sie entledigen sich dort ihrer Abfälle. Der Haufen ist so hoch, dass er fast bis zum Rand der Palisade reicht. Das ist interessant. Der Wall ist weitläufig. Selbst wenn es wirklich so viele sind, können sie nicht die gesamte Palisade bewachen. Wenn wir das Tor mit voller Wucht stürmen, haben sie nicht genug Männer für hinten. Eine ausgezeichnete Strategie. Ich habe nichts Geringeres von dir erwartet. Wenn wir gleichzeitig für Aufruhr sorgen, werden sie nicht wissen, wie ihnen geschieht. Aufruhr? Du sagtest, sie hätten Zelte? Ja, Herr. Wenn ich mich nicht irre, sind Zelte leicht in Brand zu stecken. Und wir haben einige Bogenschützen. Du machst keine halben Sachen, Divish. Sehr gut. Wir haben also einen Plan. Warum wechseln die von Klamotten mit Rüstung zu Klamotten ohne Rüstung? Dort führt ein Weg hinein, aber bleibt unbemerkt. Ich gebe mein Bestes, Herr. Das wird nicht allzu schwer. Ich denke, der Feind wird genug andere Sorgen haben. Der Rest von uns startet einen frontalen Angriff. Lasst brennende Pfeile regnen und dann greift an. Diesen Bastarden wird Hören und Sehen vergehen. In diesem Moment fallen ihn Robert und seine Männer eiskalt in den Rücken. Klingt nach einem guten Plan. Gott sei mit euch, meine Freunde. Lasst uns diese Hurensöhne ein für alle Mal vernichten. Bitte spielt Speicher. Ich weiß, dass das nicht gut ausgehen wird. Da habe ich eine schöne Rüstung an in der Cutscene, weißt du? Und muss mit dem geklauten Zeug. Alle mal herhören! Bald werden wir uns diesen miesen Hunden stellen! Sie morden, berauben und schänden unsere Weiber! Viel zu lange schon sind sie uns ein Dorn im Auge! Sie mögen sich vielleicht hinter einer Palisade verschanzt haben, aber dieses Gesindel ist Männern wie euch nicht im geringsten gewachsen. Und heute Nacht werden wir die Bäume mit ihren Leichen schmücken. Zuerst stecken wir ihr kleines Hornissennest in Brand. Danach beschäftigen wir sie am Tor. Und wenn wir ihn ordentlich eingeheizt haben, fällt Herr Robert ihnen mit seinen Männern in den Rücken. Gemeinsam machen wir Hackfleisch aus ihnen.
Alles klar soweit? Ja, Herr! Gut! Also, wenn wir die Palisade erreichen, decken die Bogenschützen die Männer, die sie überwinden. Und auch die mit dem Sturmbock. Wer von diesen Scheißkerlen dumm genug ist, den Kopf rauszustrecken, wird mit Pfeilen gespickt. Verstanden? Ja, Herr! So gefällt mir das. Dann los! Vorwärts! Ich kann nicht speichern und das Spiel hat nicht von alleine gespeichert. Boah. Ich sehe so schon nichts. Sein, dass das eine dumme Idee ist oder wissen die das alleine? Habe ich jetzt irgendwie eine bessere Rüstung oder sowas bekommen noch? Nö. Er hat doch gesagt, melde dich bei Herr Robert, wenn du noch irgendwelche Ausrüstung brauchst und dann war nichts mehr. Hier jetzt immer Mönchskutte runter. Vielleicht macht bestimmt keiner fertig.